Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zur Sternzeichenlegung für den Monat April. Werde diesmal eine andere, etwas kürzere Legeart wählen, weil, wie ihr hört, meine Stimme doch mit den letzten Legungen jetzt sehr in Anspruch genommen wurde. Und um dem so ein bisschen Einhalt zu gebieten, bitte ich euch um Verständnis, dass es etwas kürzer und anders ausfällt. Das heißt, es gibt vier Überschriftskarten aus verschiedenen Orakeldecks. Da wird jeweils eine Karte gezogen. Das heißt, das erste Deck ist, welches Krafttier begleitet euch im Monat April? Das zweite Deck ist Merlins Orakel. Das dritte Deck ist die Magie, nee, stimmt nicht, was ich erzähle, verzeiht, das Orakel der aufgestiegenen Meister und als vierte einzelne Karte eine noch aus der Magie der Göttinnen. Und dann gibt es vier Karten aus dem wunderschönen Psychofutura-Deck von Caroline Winter aus dem Winternet TV und zu guter Letzt eine Lenormand-Karte aus dem Epic Light Lenormand-Deck von Kathleen Bergmann. Und ganz zum Abschluss ziehe ich noch eine Karte aus dem wunderschönen Deck Seelensterne von Monas Seelensternen. Das sind wunderschöne Karten, ein wenig auf der Astrologie aufgebaut, aber auch immer mit ganz interessanten Hinweisen. So, meine Lieben, es bedarf keines Zeitstempels, es geht sofort los. Ich beginne also mit der Überschriftskarte. Wie gesagt, es geht jetzt um das Sternzeichen Wassermann, aber das kann auch immer, wie gesagt, passend sein für den Aszendenten und für das Mondzeichen sowie auch fürs Venuszeichen. Das müsst ihr müsst in euch reinhorchen. Viele sagen, bei mir trifft der Aszendent besser zu, wie mein Sonnenzeichen. Also entscheidet euch selbst oder schaut entsprechend die anderen Zeichen für euch in dem Fall an. Und natürlich verbleibt noch so viel Zeit, um mich bei euch ganz herzlich zu bedanken für jeden Daumen hoch, für jeden netten Kommentar und natürlich nach wie vor fürs Aktivieren des Glöckchens, womit ihr mir jetzt schon zu 1500 Abonnenten verholfen habt. Ganz, ganz lieben Dank euch allen. Und der Hinweis, wie immer, allgemeine Legung, das heißt, die Aussagen können auf euch zutreffen, müssen es nicht. Horcht in euch rein und erkennt, was hier für euch bestimmt ist. Und da haben wir als Krafttier, wunderbar, den Pegasus, Verbindung mit der Quelle. Eine höhere Kraft hat sich deiner angenommen. Breite deine Schwingen aus und erhebe dich zum Licht. Traumhaft schöne Karte und eine wunderbare Aussage. Das heißt, du bist nicht allein. Du kannst im Grunde genommen durch die Unterstützung der höheren Kraft deine Wünsche, deine Ziele anvisieren und mehr in Gang bringen. Das heißt, erhebe dich zum Licht. Genau. Komm in die Gänge und erkenne, was hier auf dich wartet. Und da haben wir bei den Merlin-Orakel auch sehr passend dazu die Karte Gläserner Palast. Unsichtbare Welten. Mit anderen Worten, es ist für dich jetzt noch nicht greifbar. Aber wenn du bereit bist, diese höhere Kraft zu erkennen und wahrzunehmen, dann bist du in dieser Position, neue Wege,
werden in den unsichtbaren Welten geboren, bevor sie für kurze Zeit in die sichtbare Welt aufleuchten, in der sichtbaren Welt aufleuchten. Konzentriere dich zuerst auf die unsichtbaren geistigen Welten. Hier webt sich die Magie der Manifestation. Das heißt, nimm erstmal alles wahr, was dir vielleicht ja so ein bisschen näher ist, wo du sagst, ja doch, damit komme ich erstmal klar, das kann ich erstmal für mich so annehmen und kann es auch erkennen, bevor du so weit rausgehst und dir Vorstellungen und Wünsche manifestierst, die einfach noch nicht greifbar sind. Also das heißt, du bist ja hier, wie gesagt, von einer höheren Kraft begleitet. Hier hat sich jemand deiner angenommen. Egal in welcher Form und was derjenige von euch, der das hier sieht, glaubt, es ist immer etwas, was hilfreich zur Seite steht. Das heißt, du musst mit Hilfe dieser Begleitung die Kraft nutzen, diese neuen Wege, die jetzt vielleicht noch so ein bisschen unsichtbar sind, zu erkennen, diese wahrzunehmen und vor allen Dingen, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, für dich zu nutzen, diese Wege zu nutzen. Und schaut euch mal an, da haben wir bei dem Orakel der aufgestiegenen Meister die Antwort. Du schaffst das. Erzengel Michael ist der Engel, der Träume weitergibt, der Träume, der euch begleitet, eure Träume umzusetzen. Und hier von diesem Engel der Hinweis, du schaffst das. Vertraut darauf, egal was ihr euch hier vorgenommen habt, was für euch jetzt noch so unerreichbar erscheint, wo man so denkt, ja, ich möchte ja gerne, aber ach Ivo, das schaffe ich sowieso nicht. Wo euch Zweifel den Weg erschweren, vertraut darauf, du schaffst das. Ich hoffe, ihr könnt die Karten trotz dieses wunderschönen Sonneneinfalls hier, den man ja genießt, gut erkennen. Aber ich wollte es jetzt auch nicht hier total abdunkeln, weil man freut sich jetzt so über jeden Sonnenstrahl und genießt es. Und deshalb hoffe ich einfach mal, dass ihr das gut erkennen könnt. So, und die Magie der Göttinnen schickt ja die wunderschöne Göttin Lakshmi mit der Überschrift Das Glück. Also, liebe Wassermanngeborenen, ich denke, hier bedarf es gar nicht so vieler Worte. Ihr habt hier eine wunderbare Aussicht für den Monat April. Das heißt, mit Hilfe und Begleitung dieser höheren Kraft könnt ihr das, was jetzt noch unerreichbar erscheint, schaffen. Du schaffst das. Und das Ganze ist unterstützt mit Glück. Mit Glück. Und ich schaue hier trotzdem nochmal in das Büchlein, was diese wunderschöne Göttin noch zu sagen hat. Und da haben wir die Botschaft. Du hast verstanden, was manifestieren bedeutet. Du bekommst nicht, wonach du fragst. Du bekommst, was du bist und somit ausstrahlst. Du bist Liebe, Fülle und Schönheit und wirst all das in dein Leben ziehen. Ein sehr weiser Spruch, das ist im Grunde genommen der Hinweis, egal was jetzt noch für dich unerreichbar erscheint, du schaffst es. Du schaffst es mit der höheren Kraft, die an deiner Seite ist.
Du schaffst es im Grunde genommen, jetzt noch Verborgenes wach zu rütteln, in Gang zu setzen und zu erkennen, was hier eigentlich Wundervolles auf dich zukommt. All das wird sich im Laufe des Monats auf jeden Fall zeigen. Und dementsprechend denke ich, es ist für euch Wassermann-Geborenen ein sehr, ja, gewinnbringender Monat, so würde ich es bezeichnen. Und schaut euch mal an. Die Psychofutura-Karten schicken auch passend zu dieser Karte den himmlischen Beistand. Das heißt, ihr seid begleitet. Ihr seid begleitet und unterstützt in jeglicher Form, egal in welcher Glaubensrichtung. Vertraut einfach darauf, dass all das, was euch bis dato unerreichbar erschien, jetzt möglich werden kann. Und das bei vielen von euch auch in der Liebe. Vielleicht ist der eine oder andere von euch da so ein wenig verzweifelt gewesen oder hat schon aufgegeben, hat gesagt, ach, ich finde keinen, der zu mir passt. Ich finde kein Gegenüber, wo ich mich richtig anlehnen kann. Hier wird gesagt, hier wartet etwas. Es kommt zu Begegnungen. Es kommt zu Begegnungen, die bei vielen von euch auch die Liebe bringen können. Und für diejenigen, die in einer Beziehung sind, heißt es einfach, genießt es. Genießt es, dass ihr hier im Grunde genommen die Liebe für euch schon habt und geht trotzdem gerne zu verschiedenen Treffen, geht aufeinander zu, akzeptiert vermehrte Treffen, Begegnungen, nehmt sie an, weil auch da schlummern viele wunderbare Begegnungen. Aber, und das hier ist jetzt ein wenig eine Warnkarte, werdet bitte nicht leichtsinnig und auch nicht leichtgläubig. Denn es gibt hier auch Menschen in eurer Umgebung, die vielleicht nicht so ehrlich sind, wie ihr glaubt. Die euch hier vielleicht das eine oder andere auch vormachen, weil sie sich in eurer Nähe wohlfühlen und durch euch an vielen Begegnungen teilhaben können. Erkennt, wem es um euch geht und wer es ehrlich meint. Aber mit Hilfe des himmlischen Beistandes und hier noch mit Erzengel Michael, mit dem Hinweis, du schaffst das, bin ich der festen Überzeugung, dass ihr auch diese Menschen erkennen werdet, die hier nicht ehrlich sind. Und jetzt schauen wir, was uns die Lenormand-Karten hier noch zeigen. Da haben wir den Baum. Das heißt, es kommt jetzt die Zeit der Gesundung auf euch zu. Der Gesundung, der Stärke. Der Baum ist auch ein Zeichen eures Lebens. Das heißt, ihr kommt hier wieder in eure Kraft und in die Stärke. Mithilfe der Verbindung nach oben. Und genau das setzt sich jetzt hier auch in Gang. Wir sehen, hier sind Neuigkeiten auf dem Weg. Hier sind Neuigkeiten auf dem Weg zu euch. Und bei vielen von euch werden diese Neuigkeiten dazu führen, dass ihr erkennt, dass ein Lebenskapitel zu Ende geht. Ein Lebenszyklus wird hier beendet. Vielleicht, weil ihr das, was bisher verborgen war, jetzt erkennen könnt. Vielleicht erkennt ihr jetzt, wo das Glück für euch bereit liegt. Mithilfe von Erzengel Michael, mithilfe des himmlischen Beistandes, was hier mit dem Pegasus die gleiche Aussage beinhaltet. Und wir sehen mit dem Kreuz, das Ganze ist schicksalhaft vorbestimmt, meine Lieben.
Das heißt, hier kommt auf viele von den Wassermanngeborenen eine wunderbare Zeit der Veränderung auf euch zu. Eine Veränderung, die jetzt hier nicht spezifisch ausgesagt hat, für welchen Bereich, aber wo man sagen kann, sie bringt euch Glück. Sie ist vom Schicksal für euch vorbestimmt. Und das kann eigentlich nur in eine positive Richtung gehen mit den drumherum liegenden Karten. Und jetzt ziehe ich noch eine Karte, wie gesagt, aus dem Deck von Monas Seelensternen. Und wir schauen mal, ob da noch ein letzter entscheidender Hinweis verborgen ist. Na, eine Karte hätte ich gerne noch, bitte. Ah ja, danke. Wunderbar. Da haben wir die Karte des vierten Hauses. Das ist so diese Karte, ja, auch viele Vorfahren, alles, was so mit deinen Wurzeln, mit deiner Verwurzelung zu tun hat. Und wir haben hier den Hinweis, schaffe dir deine Heimat. Genau, komme jetzt da an, wo du dich hier verwurzeln kannst, wo du endlich sagst, das ist jetzt der Ort, der Bereich, egal in welcher Situation oder auch der Partner, wo ich das Gefühl habe, ich bin angekommen und kann gesunden. Ich kann mich neu verwurzeln. Ich kann Kraft entwickeln und einen alten Lebenszyklus hinter mir lassen. Ihr lieben Wassermanngeborenen, ich wünsche euch einen fantastischen Monat April und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Alles Liebe für euch. Bis bald.